Prinzipiell ist Kunst für mich einfach ein schöpferischer Prozess, um eine innere Botschaft einfach weiterzubringen. Genauso wie man sich in eine Frau verliebt, mit über den Geruch, wenn ich mich einfach in den Geruch von den Farben, von den Ölfarben verknallt. Boden ist aus die dritte Dimension, das heißt Bildhauer. Kreativität, das ist, liegt im Kern von der menschlichen Natur. Mit der Fähigkeit ist jeder geboren und da eine spürt sie halt früh genug und legt seine Wertigkeiten auf eine musische Bahn und der andere lässt sich einfach von den Regeln fressen und geht halt auf die andere Seite. Meine Ansprüche für meine Arbeit ist so wie da in der Natur, im Freien. Arbeiten ist ganz besonders als wie im Raum. Ist einfach die innere Freiheit mehr, uneingeschränkter. Ansprüche sind Ruhe, Licht und nochmal Ruhe. Ich stamme aus einer Künstlerfamilie. Da hat es einen Vorfahren gegeben, den bekannten Barockbildhauer Johann Schneck aus Imsterberg. Er war königlicher Hofbildhauer in Bayreuth. Und mein Vater war Bauer und Tischler und Herrgottschnitzer. Und schon hat es kleine Buben immer gezeichnet. Mein Vater hat dann immer gefragt, wenn ich ihm beim Schnitzen zugeschaut habe, ob ich auch mal Schnitzer wäre. Dann habe ich immer gesagt, nein, Kunstmaler. Es hat sich allerdings noch so ergeben, weil ich Aufnahmeprüfung in der ADL Innsbruck verbracht habe, dass ich in die Schnitzelei hineingegangen bin. Führe eigentlich seit 11 das Handwerk aus. Die Malerei und die Zeichnerei, das ist von großem Vorteil, das ist noch geblieben. Das heißt, das ist schon vom Vorteil bei meinem Beruf, wenn man gut zeichnen kann. Und interessieren soll ich die moderne Malerei. Habe ich jahrelang Karikaturen gemacht für die Tiroler Kulturblätter. Meine Art von Kunst ist vielseitig. Also vom klassischen Realismus bis hin zur zeitkritischen Moderne. Kunst für die Gesellschaft bedeutet ein Stück Zeitgeschichte. Meine Art der Kunst ist die fluoreszierende psychedelische Malerei. Psychedelik leitet sich vom Altgriechischen ab und heißt einfach so viel wie Seele offenbaren. Die psychedelische Malerei ist für mich lebensnotwendig und Meditation in einem. Sie ist für mich eigentlich die ehrlichste, natürlichste und intensivste Form vom Ausdruck. Meine Kunst, die soll den Betrachter einfach fesseln, er soll sich in meinen Bildern verlieren können und die Emotionen, welche meine Bilder hervorrufen, sind zum Schluss eigentlich nur Werkzeug, um zu erkennen, was hinter meinen Bildern steht. Kreativität ist für mich der Schlüssel.
Kreativität entsteht, glaube ich, wenn man einfach das tut, was man liebt und wenn man im Handeln einfach eine Qualität gibt. Was bedeutet die Kunst für die Gesellschaft? Vita brevis ars longa, wie der Hippokrates schon gesagt hat, die Kunst ist lang, das Leben ist kurz. Und rückblickend auf die Geschichte der Menschheit, angefangen von den Höhlenmalereien bis hin zur Postmoderne, ist eigentlich die Kunst das einzige, über das sich Gesellschaft identifiziert. Die Kunst ist eine Notwendigkeit, um aufzuzeigen, wie tief Gedanken eigentlich gehen können und zu was der Mensch als Individuum eigentlich fähig ist. Die Fantasie ist auf jeden Fall etwas vom Schönsten, eine von den schönsten Gaben, die der Mensch einfach hat. Und der Künstler fungiert dabei als Vermittler zwischen dem Unmöglichen. Ich glaube natürlich an eine Wiederbelebung der Stadt durch eine solche Institution. Wir sind da auf jeden Fall viele talentierte Künstler am Sonnberg. Allerdings jedoch alle noch sehr jung. Und wie es halt in der Kunst ist, man muss auf jeden Fall einen langjährigen Prozess durchlaufen, dass man da anerkannt wird und geschätzt wird. Und es ist noch kein großer Meister vom Himmel gefallen, aber ich bin mir sicher, wenn das Projekt eine Zukunft hat, dass da noch einige große Namen aus dem Haus einen historischen Fußabdruck in der Kunstszene hinterlassen werden. Die idyllische Lage und das Umfeld ist natürlich ein sehr wichtiger Aspekt für mich als Kunstschaffender. Die innere Ruhe, die was ich beim Kunstschaffen brauche, das ist am Sonntag da alles gegeben und in der Natur, da fühle ich mich einfach im Gleichgewicht. Und der Sonntag, hinterm Haus hat man die Natur und im Haus die Ruhe, dass man auch Kunst schaffen kann. Und das sind natürlich die besten Voraussetzungen für einen Künstler. Und warum Imst? Ja, Imst ist allseits bekannt eigentlich als kunst- und kulturfördernde Stadt. Und für mich ist natürlich die Lage auch ein sehr wichtiger Punkt, weil ich viel im Ausland unterwegs bin. Und wenn man mal eine halbe Stunde nach in die Schweiz braucht oder nach Deutschland oder nach Italien, dann ist das natürlich von meinem Standpunkt aus nur von Vorteil. Also ich bin für Kunst eigentlich allem schon umgeben worden. Habe mich eigentlich halt schon damit befasst. Durch meine Geschwister und Eltern, die haben alle sich mit Kunst beschäftigt eigentlich. Also kreatives Arbeiten war eigentlich halt schon ein Stellenwert da eigentlich in der Familie. Und da sage ich mir natürlich auch leichter zur Kunst gekommen. Ich bin zur Kunst gekommen, also durch für mich ja, durch eine innere Notwendigkeit und durchs Umfeld. Wir haben sich in die Wiege gelegt bekommen, die Kunst, weil unsere Eltern kreativ waren und zwar nicht so viel Zeit gehabt haben, aber sie haben es uns mehr oder weniger weitergegeben. Und es war nicht immer einfach, Kunst zu machen, weil man ja in einer Gesellschaft lebt, wo man arbeiten muss. Kunst ist auch Arbeit, ist viel Arbeit, schwere Arbeit. Und ja, es ist halt immer ein Kampf, der sich rentiert. Leben. Kunst ist Leben. Wir sind Geschwister. Ich bin der Älteste. Und wie der Gabriel und der David natürlich kleiner gewesen sein. Wir haben damals in der Zeit daheim viel gemalt. Und die haben es wahrscheinlich auch mitbekommen. Ja, sicher, klar. Haben aber ihren eigenen Stil entwickelt. Und ja, wir machen eigentlich unterschiedliche Sachen. Das hat schon jeder seinen Stil, eigentlich, aber im Großen und Ganzen. Natürlich sieht man das dann Zusammenhang, das ist schon klar. Nicht? Das ist einfach Gen ausgesehen. So. Ja, weil man ja miteinander die gleiche Basis zusammenarbeitet. Genau. Kreativität bereitet für mich persönlich jetzt, ist eigentlich. Was zum Leben dazugehört, Kreativität. Ja, ist ja ein Grundbedürfnis. Ja, jeder Mensch ist kreativ. Natürlich hat es da eine blockiert oder wie auch immer nicht. Um das auszuleben, die Kreativität,
findet man vielleicht ein Medium, oder es gibt viele Medien, wo man sich ausdrucken kann. Malerei, Musik. Ja. Kreativität ist ein schöpferischer Prozess für mich jetzt, wo viel entsteht. Und Kreativität kann natürlich das Leben relativ erleichtern. Ja. So sehe ich das auch, ja. Und natürlich ist das, wo wir jetzt sein in dem Haus da, ein sehr kreatives Gebäude, wo täglich eigentlich Kreativität stattfindet. Kunst ist eigentlich Gesellschaft, oder besser gesagt, aus der Kunst ist die Gesellschaft entstanden. Ja gut, Kunst ist ja einfach ein Zeichen für eine Hochkultur, oder? Das sind Leute nur Geld, oder? Ja, oft einmal ein Bestandteil der Kultur überhaupt ist. Ja. Natürlich, Kunst ist ja ein Spiegel der jeweiligen Zeit, der jeweiligen Epoche. Das und lässt auch Veränderungen aus und ja. Verbindet auch bloß die Grenzen in gewisser Weise. Ich meine, es sind halt alle die Künstler, die schaffen, die Neues schaffen und natürlich auch damit einen Impuls setzen, ist gleich, ob es jetzt ein Bild ist oder Musik, und das dann weitergeben und sozusagen in die Gesellschaft mit einfließen lassen. Eigentlich mit der Kunst aufgewachsen. Und da mein Papa ein privater Künstler ist, hat er mir das Talent sozusagen weitervererbt. Kunst ist für mich eine Ausdrucksform meiner Gedanken- und Gefühlswelt. Meine Art von Kunst ist sehr formfroh und zeigt meistens den weiblichen Akt in Verbundenheit mit der Natur und dem Kosmos. Kreativität ist einfach etwas Einzigartiges zu schaffen. Ich glaube, Kunst gibt es, um eine Art von Schönheit unter die Bevölkerung zu bringen, die fasziniert und begeistert, aber auch zum Nachdenken bringt. Also Kunst habe ich eigentlich immer schon gemacht, von klein auf. Also ich habe immer gemalt und musiziert, seit ich denken kann eigentlich. Und es hat immer wieder Leute gegeben, die mich unterstützt haben, beziehungsweise die mich angespornt haben, irgendwas zu machen. Oder? Es hat mich immer schon wahnsinnig interessiert, irgendwas zu erschaffen. Oder? Kunst generell, also allgemein würde ich einfach sagen, sobald jemand irgendwas schafft, beziehungsweise der Schaffensprozess an sich ist ja schon Kunst, aber wenn jemand was schafft, was ihn selber beziehungsweise andere zum Nachdenken anregt oder irgendwas darstellen, was irgendwas bewirkt in einem, das ist für mich so eine große Kunst. Ja. Also für die Gesellschaft, finde ich, ist Kunst immer schon ein Spiegelbild gewesen, oder? Da sieht man gut, was sich in der Gesellschaft so abspielt. Wenn man zurückdenkt, es hat Zeiten gegeben, dass die Kunst zum Beispiel eher von der Religion vereinnahmt worden, sind hauptsächlich in Kirchen gemalt worden. Und heutzutage hat man jetzt zum Beispiel mehr die Street-Art-Künstler und so, die Häuser bemalen oder die mit Fotomontagen irgendwas machen. Und das zeigt einfach auch, wie die Menschen heutzutage drauf sind. Oder sie gehen draußen, sie wollen was sägen, weil alles steril ist und man will einfach Farbe mehr einbringen und ein bisschen ausbrechen aus den vorgefertigten Formen und Grenzen. Ja. Also ich finde einfach, dass man einfach auch schauen muss, dass es Platz gibt in unserer Gesellschaft,
dass einfach Kultur betrieben wird und dass man auch jungen Leuten die Chance gibt, dass man das wirklich nutzt. Da herum ist es super, dass es ruhig ist, und das Beste an dem Platz da herum ist einfach, dass so viele Künstler auf einem Raum zusammen sind. Also die Leute ergänzen sich, es bilden sich Symbiosen, man macht einmal zusammen was und man spornt sich gegenseitig an und hat einen Einfluss, einen positiven Einfluss auf die anderen Künstler. Also ist das da oben eigentlich der ideale Platz, ja. Ich bin der Mario, bin jetzt seit ungefähr 3 Jahren da in die Sandberg-Ateliers. Fühle mich da sehr wohl. Ich bin ganz traditionell zur Musik dazugekommen, mit der Blasmusikkapelle, mit der Trompete angefangen. Und dann nachher, irgendwann bin ich, hat man nachher die Gitarre angetan. Zuerst habe ich zeitlang in der Metalband gespielt und dann bin ich auf die Akustikgitarre umgestiegen. Kunst ist für mich die Möglichkeit für mich selber, mir neue Alternativen zu bieten und neue Perspektiven zu finden. Und das ist mir sehr wichtig, dass ich mich selber da so weiter treiben kann. Kunst ist für jeden da. Und egal, ob er es macht oder ob er es genießt, ja, Kunst ist einfach für jeden da. Und dafür ist Kunst da, dass man an anderen wieder was anderes zeigen kann einfach. Meine Anforderung, die was ich an der Reimel habe, ist natürlich, dass ich 24 Stunden lang Musik machen kann und dabei kann stören. Und das war jetzt in den letzten 3 Jahren da wirklich immer der Fall. Ich bin da oft wirklich bis 1-2 in der Nacht da gewesen und wirklich mit offenem Fenster im Sommer recht laut geprobt. Und es ist noch nie jemand gekommen und hat sich beschwert. Und das ist einfach ein Traumplatz deshalb da. Ich bin in einer musikalischen Familie aufgewachsen und Musik war immer ein Thema bei uns. Meine Onkels haben eine Band gehabt und durch das bin ich relativ früh zur Musik gekommen und früh angefangen Musik zu machen, selber. Ja, mit 15 Jahren ersten Live-Auftritt gespielt. Das ist jetzt mittlerweile schon über 30 Jahre her. Und ja. Musik ist ein sehr wichtiger Punkt in meinem Leben. Meine Freunde haben eine eigene Band und machen Musik und ich unterstütze sie in der Art, dass wir Sachen aufnehmen und die produzieren. Die Musik in der Gesellschaft spielt eine ganz wichtige und wesentliche Rolle, weil Musik ist immer eine Ausdrucksform von der Gesellschaft. Und du kannst mit Musik wesentlich mehr ausdrücken, als wir mit teilweise geschriebenen Worten und gesprochenen Worten, weil Musik kennt keine Grenze. Musik kann die berühren, kann die zum Lachen bringen, kann die mit ein paar sanften Tönen zum Weinen bringen, was auch immer. Musik spielt eine ganz wichtige Rolle. Und Musik ist auch immer, und Kunst überhaupt, ein Spiegel der Gesellschaft. Das ist ganz wichtiger. Spiegel der Gesellschaft und spiegelt auch die Gesellschaft wieder und sollte auch vom künstlerischen Aspekt her immer auch einen gewissen Anteil an kritischen Werten drin haben. Ich fühle mich da eigentlich sehr wohl, es ist eine nette Gemeinschaft da, es sind alle helfen zusammen und man kann in der Atmosphäre, in der Umgebung, kann man einfach frei sein und kreativ sein. Ich liebe Imst. Imst ist, ich bin stolz auf Imst. Das ist meine Stadt, wo ich aufgewachsen bin. Wenn wir irgendwo auf Urlaub gefahren sind oder wenn ich wo gespielt habe oder wir waren im Ausland und wir haben in andere Leute im Ausland erzählt, wie schön es bei uns daheim ist und dass wir uns wieder freuen, wenn wir heimkommen, haben uns viele oft nicht verstanden. Aber Imst ist ein Traumplatz und da hat sich auch das alles entwickeln können in den letzten 30 Jahren.